Hallo, mein Name ist Marco Kunert, ich bin Mitarbeiter der Firma Bildstein und wir vergleichen heute ein im Internet angebotenes Luftfedermodul mit dem Original Bildstein B4 Luftfedermodul. Wir starten unseren Vergleich mit der Kartonage. Wie man sieht, hier eine sehr minderwertige. Hingegen unser Bildstein B4 Luftfedermodul in einem vernünftigen Karton mit Belabelung und Mindesthaltbarkeitsdatum. Als erster offensichtlicher Unterschied bei unserem Produkt ist eine Montageanleitung für den korrekten Einbau mit beigelegt. Bei dem Mitbewerberprodukt aus dem Internet ist gar nichts beigelegt. Als nächstes kann man offensichtlich sehen, das Mitbewerberprodukt ist in glänzend lackiert, nicht so wie das Originalprodukt vom Bildstein, was in matt gehalten ist. Der nächste offensichtliche Punkt ist die elektronische Anbindung. Hier ein alter Stecker mit altem Produktionsdatum, wie man sehen kann, mit Schmutzeinschlüssen. Hingegen das neue Produkt vom Bildstein, eine neue elektrische Kabelverbindung mit neuem Stecker. Als nächsten offensichtlicher Unterschied ist die eingeschraubte Madenschraube, die auch schon Gebrauchsspuren aufweist. Im Gegensatz dazu das Bildstein B4 Luftfedermodul mit neuer Schraube, mit Mikroverkapselung, die bereits hier mit Sicherheit im Bereich des Gewindes versenkt ist. Des Weiteren ist der Konusbereich bei dem Bildstein B4 Luftfedermodul nicht lackiert, was auch sicherheitsrelevante Gründe hat. Hingegen das Mitbewerberprodukt vollständig lackiert wurde. Des Weiteren fehlt auf dem Mitbewerberprodukt jegliche Deklaration, welcher Hersteller, welche Produktnummer, was eine Zuordnung von dem Bauteil ziemlich unmöglich macht. Bei dem Bildstein B4 Original Luftfedermodul haben wir einmal die Teilenummer, Hersteller sowie den Sicherheitsaufkleber. Wie wir gerade im Test gesehen haben, ist die Faltenbildung der Schutzmanschette nicht ordentlich gegeben worden, da es kein Originalprodukt ist. Dieses kann zur Folge haben, durch das Einziehen der Staubmanschette, dass diese in den Luftfederbereich kommt, hier scheuert und diesen zerstört bzw. dieser Luftfederbereich platzen kann. So, wir haben eine weitere Messung durchgeführt, die Akustikmessung, und diese hat sehr deutlich gezeigt, dass dieser Dämpfer mehr als sehr verschlissen ist, ist ein absolutes Sicherheitsrisiko und für den Straßenverkehr nicht zu gebrauchen. Wie man sehen kann, die rote Kurve ist die Kurve so, wie es sein soll, wie das Original Bildstein-Produkt. Die blaue Kurve ist halt von dem Produkt, was wir jetzt getestet haben. Jetzt kommen wir zum letzten Test, wahrscheinlich der interessanteste Test. Wir werden jetzt die unterschiedlichen Kennlinien des Dämpfers prüfen und das machen wir in dieser Kraftwegmaschine.
Nach der Demontage haben wir noch einige Unterschiede gefunden. Wie man sehen kann, ist das Schubgummilager ein Altteil. Es hat einen umlaufenden Riss, ist eingeklebt, was man auch an dem oberen Abrollkolben sehr gut sehen kann. Dies entspricht nicht dem Original. Zudem können wir sehen, dass der Dämpfer geöffnet wurde und nicht mehr der Originallänge entspricht und somit ein Sicherheitsrisiko birgt. Wie wir gesehen haben, hat der Dämpfer keine Dämpfkraft mehr. Viele der Bauteile sind Altteile oder schlecht gemachte Nachbauten. Daher sind diese Bauteile ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Vertrauen Sie auf die Original-Bilstein-Produkte.